Liebe Zuschauer des Deutschlandkuriers, ich darf heute Jan Wenzel-Schmidt, Mitglied der AfD-Bundestagsfraktion und Mitglied im Ausschuss für Finanzen im Deutschen Bundestag begrüßen. Hallo, Herr Schmidt. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Gerne. Herr Schmidt, ich würde gerne zu Beginn auf den Bundeshaushalt eingehen, auch wenn das jetzt nicht ganz der Themenbereich ist, aber es interessiert ja dennoch immer viele Leute, was eventuell auch danach auf uns zukommt. Der Bundeshaushalt verzeichnete im ersten Halbjahr 2023 bereits 11% mehr Ausgaben, aber nur 6% mehr Einnahmen. Das bedeutet ein Finanzierungsdefizit von 76,1 Milliarden Euro. Wie erklären Sie sich dieses Defizit und sind Ihrer Meinung nach für 2023 für das zweite Halbjahr weitere Defizite zu verzeichnen? Diese Ampelkoalition bezeichnen wir auch gerne im Finanzausschuss als Schuldenkoalition. Man sieht, dass die FDP hier eben keinen liberalen Kurs geht, sondern für eine viel stärkere Staatsverschuldung steht und schlussendlich die linken Einflüsse durch SPD und auch Grüne in dieser Koalition dafür sorgen, dass eben viel zu viel ausgegeben wird und gar nicht überlegt wird, wo das Geld wieder herkommt. Auf der anderen Seite wollen sie immer dem Bürger suggerieren, dass sie für den kleinen Mann stehen und eben auch dort Entlastungen vornehmen wollen. Das ist aber nicht der Fall, denn wir wissen bereits jetzt, dass 2024 alle Preise und auch die Inflation wieder steigen wird, da nämlich diese Ampelkoalition die CO2-Abgabe erhöhen wird von 30 Euro pro ausgestoßener Tonne Kohlendioxid auf 40 Euro. Also auch das ist wieder ein enormer Anstieg. Das wird schlussendlich auch alle Lieferketten, die Preise erhöhen, die Kosten erhöhen für alle Transportunternehmen und so weiter. Also es wird überall teurer werden und das ist bereits jetzt bekannt. Plus den zusätzlichen Belastungen, die wir ja durch die kopflose Politik ohnehin schon haben, durch die Russland-Sanktionen etc., wenn man sich die Heizkosten anguckt, Stromkosten, die steigen werden. Und das ist eben ein großes Problem. Sie versuchen damit eben ihre Neuverschuldung, die sie auch im Zuge der Zuwanderung generiert haben, auszugleichen. Aber es ist trotzdem ein Fass ohne Boden. Damit geben Sie im Prinzip auch schon Ihre Prognose für die wirtschaftliche Entwicklung Deutschlands ein wenig Preis für die steigenden Kosten und die Inflation. Also es wird mehr werden, der Bürger wird mehr belastet werden. Aktuell können wir auch eine Deindustrialisierung wahrnehmen in Deutschland. Firmen wandern immer mehr ins Ausland ab. Was bedeutet das für die Steuereinnahmen in den nächsten Jahren? Ja, voraussichtlich werden die Steuereinnahmen natürlich sinken. Das große Problem ist eben auch, dass diese Politik vor allem den Mittelstand diesmal trifft und bisher hat Deutschland es immer wieder trotz all der historischen Krisen geschafft, schnell wieder zu einer großen führenden Industrienation zu werden, weil der Mittelstand widerstandsfähig war und auch anpassungsfähig war, aber hier führt diese Politik, die gerade betrieben wird, zur Vernichtung des deutschen Mittelstandes und dann ist es eben nicht mehr so einfach möglich, nach einer Wirtschaftskrise auch wieder einen schnellen Aufschwung zu schaffen, denn die Großindustrie, gerade so internationale Konzerne, sind sehr schnell und sehr flexibel, die sind dann weg. Ja, die passen sich nicht an, die gehen im Zweifel in andere Länder. Und der Mittelstand wird mittlerweile durch diese Politik dazu getrieben, entweder die Betriebe aufzugeben. Es ist ja auch oft im Zusammenhang mit dem Generationswechsel der Fall, dass es wenig potenzielle Nachfolger gibt und man sich die Mühe, also sich einfach vor der Mühe scheut, in einem Betrieb zu übernehmen, wenn man weiß, man hat hohe Belastungen, ja, man hat viel Arbeit, viel Bürokratie und am Ende des Tages hat man relativ wenig Geld raus. Und wenn man dann doch noch Gewinne generiert, dann kriegt man durch die ganze Neiddebatte, die Linken einfachen, auch noch sozusagen gesellschaftlich Probleme, obwohl eben das mittelständische Unternehmen gerade für unsere Gesellschaft so wichtig ist, da nämlich die Arbeitsplätze vor Ort schaffen, die Investitionen hier in unserem Land investieren und eben an der Region, an der Heimat gebunden sind. Das ist der große Unterschied. Die werden aber jetzt mit dieser Politik vertrieben. Deswegen sind wir ja auch der Meinung, dass die Erbschafts- und Schenkungssteuer abgeschafft werden muss, weil das vor allem die mittelständischen Betriebe trifft, da nämlich dann der Generationswechsel nochmal erschwert wird und bereits versteuertes Kapital nochmal versteuert wird. Und das kann einfach nicht sein, das ist nicht gerecht. Dafür stehen halt wir ein, dass wir das ändern und gerechter gestalten und den Mittelstand wenigstens da entlasten und eben auf der anderen Seite gerade bei der verfehlten Energiepolitik Entlastungen vornehmen, Bürokratieabbau, weil dann kann der Mittelstand wieder blühen und das wäre die einzige Chance, unsere Wirtschaft zu retten. Ansonsten wird die Deindustrialisierung Deutschlands weiter vorangehen. Stichwort Krisen. Die Migrationskrise beschäftigt Deutschland sehr. Steigende Flüchtlingszahlen beschäftigen vor allem auch die finanzielle Lage der Kommunen. Die Kommunen sind einfach nicht mehr in der Lage, das alles zu stemmen. Warum hat die Bundesregierung die Kommunen überhaupt in diese Lage gebracht?
Gut, die Bundesregierung hat die Kommunen in diese Lage gebracht, weil eben die Kommunen das mit sich haben machen lassen. Hätte man in den Kommunen andere Politiker gehabt, andere Personen, die eben auch bereit sind, einen anderen politischen Kurs zu gehen, dann hätte man sich auch widersetzen können. So war es schlussendlich ein Einklang. Es war ja die Bundesregierung, es waren die Landesregierungen und nun mal die Kommunen, die das anfangs bereitwillig akzeptiert haben. Es war klar, dass irgendwann der Bund immer mehr Unterstützung rausnehmen wird. So, die Landesregierungen sagen, na, wir haben aber auch kein Geld. Soll die Kommune mal sehen, wie sie das hinkriegt. So, und jetzt merken die Kommunalpolitiker, oh, das funktioniert ja alles so nicht. Das ist auch nicht so, dass da zehntausende Fachkräfte zugewandert sind, sondern dass es in erster Linie meistens ungebildete oder eben mit geringer Bildung ausgestattete Personen sind, die hierher gekommen sind und die eben nicht unbedingt das Ziel haben, arbeiten zu gehen, sondern einfach nur die Ressourcen, die sie eben finanziell abfassen können, abfassen und dann eben in ihre Herkunftsländer rücktransferieren. Und das sieht man ja auch, da gibt es ja genügend Statistiken, die genau das belegen. Und von daher haben wir jetzt das Problem, dass diese Personen ja trotzdem Kosten verursachen, die eben zum Teil vom Bund und zum anderen Teil eben auch von den Kommunen getragen werden müssen. Und der Bund zieht sich im Zweifel aus der Verantwortung heraus. Deswegen gibt es ja jetzt auch die Überlegungen, wie man nun fortfährt. Man hat sich sozusagen wieder ein Problem, eine Dauerbaustelle aufgemacht und weiß eigentlich gar nicht, wie man sie lösen soll und kann. Es gibt nämlich eigentlich nur eine Lösung und das sind unsere Lösungsansätze. Wir sagen klipp und klar, wie wir das Problem lösen würden. Ja, es muss eine schnelle Rückführung für diejenigen geben, die hier eigentlich gar kein Asylrecht bekommen dürften, die eben über sichere Drittstaaten etc. eingewandert sind. Und man müsste sofort die monetären Leistungen, also die Geldleistungen, abschaffen und eben nur noch reine Sachleistungen ermöglichen. Dann würden viele auch von alleine gehen, dann brauche ich gar keinen mehr abschieben. Die meisten sind dann weg. Die, die tatsächlich einen Fluchtgrund haben, die werden dann hier noch bleiben und die kann man dann auch hier behalten. Dann sind die Kosten so überschaubar, dass es eben nicht zu Problemen führt und dann hat man in der insgesamten Lage auch wieder eine Entlastung. Das Problem ist aber, dass eben die etablierten Parteien sich sagen, nein, das ist ja AfD-Politik, die können wir ja nun nicht umsetzen und deshalb wird das Problem schlimmer werden und nicht besser werden, bis eben die AfD regiert und das wird, denke ich mal, sehr bald sein. Ja, AfD-Regierung wäre natürlich schön. Die Landtagswahlen in Hessen und Bayern haben gezeigt, dass wir immer mehr Wähler für uns begeistern können, für die AfD begeistern können. Wie ist Ihr Fazit von den Landtagswahlen in Hessen und in Bayern und wie sehen Sie die zukünftige Entwicklung der Bundesländer? Wir sehen an diesen beiden Bundesländern, dass der Westen zum Osten geworden ist. Jetzt dürfen dort auch mal die etablierten Parteien erleben, wie das ist, sozusagen eine starke und vor allem echte Opposition zu haben. Wir sind in Hessen und auch in Bayern Oppositionsführer. Wir sind die stärkste Oppositionskraft und das ist natürlich ein ganz anderes Auftreten. Wir können nämlich nun echte Oppositionspolitik machen, die die ja bisher nicht kannten. Ja, man hatte natürlich vorher Oppositionsparteien wie die Linke drin, die aber tatsächlich keine Opposition gebildet haben. Ja, die tragen ja dieses ganze Multikulti und alles drumherum genauso mit. Ja, auch diese ganzen verrückten Sanktionen und. Die tragen so gut wie alles mit und deshalb ist das keine echte Opposition. Die einzig wahre Opposition in diesem Land ist die Alternative für Deutschland und das wird man jetzt im Westen umso mehr spüren durch diese neue Stärke. Haben wir eben auch Möglichkeiten, wenn eben diese Koalition nicht halten oder es eben wie in vielen Ostbundesländern Dreierkoalitionen geben muss, so wie auch auf Bundesebene, sorgt das für große Spannungen. Oftmals ist man sich nicht ganz einig und dann braucht man schlussendlich Stimmen aus der Opposition. Und die können sie von uns nur haben, wenn sie eben ihren politischen Kurs abändern. Ansonsten sind wir doch gar nicht bereit, mit denen mitzustimmen, weil wir wollen nicht, dass es so mit dieser verfehlten Politik weitergeht. Und das ist, denke ich mal, wichtig. Wir können klare Akzente setzen, sind in den Ausschüssen stärker, können umso mehr politische Arbeit leisten. Ich denke, da wird auch der ein oder andere Skandal der bisherigen Landesregierungen oder eben auch der neuen aufgedeckt werden. Wir haben das in Sachsen-Anhalt mehrfach bewiesen mit Untersuchungsausschüssen und das ist ein scharfes Schwert, was man nutzen kann und das bringt eben auch neue Erfolge. Ja, der Erfolg der AfD macht sicherlich auch vielen in der Altpartei Angst. Aktuell müssen die AfD-Mitglieder und AfD-Politiker tatsächlich mit eskalierender Gewalt immer mehr rechnen. Zuletzt Dr. Alice Weidel musste aufgrund der Bedrohungslage, ich sag mal, evakuiert werden. Sie musste an einen sicheren Ort gebracht werden. Tino Chrupalla wurde auf einer Informationsveranstaltung in Ingolstadt angegriffen, musste intensivmedizinisch betreut werden. Welche Rolle nehmen für Sie dabei die hetzenden Leitmedien, aber auch die hetzenden und diffamierenden Altparteien ein? Also hier muss man ganz klar sagen, das, was dort vorgefallen ist, das ist unfassbar. Ist auch unfassbar für die Familien von Alice Weidel und eben auch Tino Chrupalla. Es ist wirklich schlimm, was dort passiert ist. Und das
in dieser Möchtegern-Demokratie so etwas überhaupt möglich ist. Denn eine Demokratie bedeutet, dass gerade die Opposition geschützt wird, dass eben auch Minderheiten geschützt werden und dass man hier sich frei entfalten und eben auch frei politische Meinungen äußern kann. Das ist nicht mehr möglich. Das sehen wir immer wieder. Ich meine, welcher AfD-Politiker wurde noch nicht angegriffen? Mich selbst hat es auch schon getroffen. Und auch in der Familie. Also es gibt so viele Sachen, dass eben nicht nur der Politiker, sondern eben auch die Familie angegriffen wird. Und es wird einfach zugelassen. Ja, man sieht es ja auch, wie eben die Berichterstattung war. Mittlerweile ist festgestellt worden, dass eben Tino Chrupalla tatsächlich mit einer Spritze angegriffen worden ist. Man weiß bis jetzt immer noch nicht, was für eine Substanz drinne war, was für ein Gift möglicherweise drinne war. Es war aber ein klarer Anschlag, ja, und das war ein Anschlag auf sein Leben. Und so etwas so medial zu berichten, ist wirklich unterirdisch und schwerstens zu verurteilen. Ich verstehe auch nicht, wie die Journalisten damit sich selbst leben können, gerade nachdem sie jetzt die weiteren Erkenntnisse haben. Es gibt ja auch keine wirkliche Richtigstellung. Ja? Man lässt das dann einfach so im Raum stehen, tut immer noch so, als hätte man sich das halb ausgedacht, was alles eben nicht stimmt. Es gibt klare Fakten und hier muss man auch sagen, die Staatsanwaltschaft mit ihren Presseerklärungen, wo sie erst sagen, nein, das war alles gar nicht so und dann im Nachgang zurückrudern und die wussten von Anfang an, die hatten den Arztbericht, die hatten das, die wussten, dass da Blut auf dem Hemd von Tino Chrupalla ist und die wussten alles und haben trotzdem nicht die Wahrheit gesagt. Die haben entweder sich freiwillig zum Helfer im Wahlkampf für die Innenministerium führende CSU in Bayern sich instrumentalisieren lassen oder haben es tatsächlich aus eigenem Antrieb gemacht, wurden vielleicht unter Druck gesetzt, wer weiß, aber das Verhalten ist unmöglich und die zuständigen Personen, die dafür die Haftung übernehmen müssen, die sollten auch zurücktreten und entsprechende Sanktionen erfahren, weil das ist einfach unmöglich, auch menschlich, zwischenmenschlich ist das einfach unmöglich, dieses Verhalten. Ja, das ist richtig. Hoffen wir, dass es da bald eine Wende gibt und wir wieder zur Normalität zurückkehren, auch dass die Medien wieder von ihrer Ideologieblase ein wenig entwendet werden. Das war es dann schon an dieser Stelle. Ich bedanke mich bei Ihnen für das Interview, hoffe auf ein weiteres in Zukunft und möchte mich von den Zuschauern verabschieden und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.